Heinz Rühmann? Ja. Mit dem ganzen Filmequipment und allem an, ne? 1973. Und dann bei dem Wetter, da machst du den ganzen Tag Filmaufnahmen. Irre. Naja, die waren gut verdient haben, damals auch schon. Aber da bist du kaputt nach so einem Drehtag, glaube ich. Aber ich glaube, im Bergbau zu arbeiten früher, den ganzen Tag, was meinst du, wie das war? Und beiß ruhig mal auf so ein Chili drauf, du magst ja Spicy. Ja, ja. Ja, it's 100 baht. This is a big size. Mm-hmm. Yeah, it's the same. Only dry fish. Ah, it's a 40 snack. With beer and sugar cake. Der trocken. Alitten for spicy. Ja, dann nehme ich. Ich nehme den. Ja, nehme ich this one. Ist schon gut, das ist ja Spezialität von hier, das ist, kann man schon, wenn man gern Fisch isst. Das war ich. Das ist der Samen von den Mangroven. Hättest du einpflanzen können daheim? Seid ihr mal richtig gut behutet, ne? Nicht behütet. Fucket Kokosnuss. Und wie hat es euch gefallen, die super. Zwei Tage? Super, wunderbar. Beide Ausflüge super. Richtig toll. Und wenn er noch einmal was machen wollt oder was, ruft er mich halt an. Oder wenn er eine Frage habt, wenn er irgendwie das Seafood-Restaurant, wenn er da mal hin wollt, wo ich ja immer hingehe privat, kann ich euch einen Link schicken, könnt ihr mit dem Taxi. Ne? Oder noch eine Tour machen, melden wir uns auf jeden Fall. Vielleicht kriege ich auch was zusammen mit ein paar Leuten, dass ein paar Leute sagen, die wollen da hin oder was, weil es ist wirklich schön, das Restaurant. Ja, einmal vorbei. Du bist ja das neue James Bond Girl. Ich habe ja ein Video gemacht, wie du schon geklingelt bist. Er ist der neue James Bond und du James Bond Girl. So ein Short mache ich da. Ja? Sehr gut. Bin gespannt. Ja. Aber das wäre für euch schon was. Das könntet ihr schon machen. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ausschaust wie Heinz Rühmann? Heinz Rühmann? Ja. Nee, aber schon so von der Art her. Gut, wer kennt noch Heinz Rühmann? Ne? Ja. Weil ich habe immer so überlegt und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Ja, hat er gesagt. Jetzt weißt du Bescheid. Ja. Sollen Sie jetzt so ein Boot rufen oder? Nee. Ja. Du kannst machen. Ja, mach das. Und kennst du es jetzt mit Boot? Ja, frei. Super easy. Ja, die sind nachdem gut. Wenn du sagst, haben wir uns ja, und das ist natürlich. Ja, das ist richtig cool, weil man kann ja direkt sehen. Musst halt schauen, dass der für 6 Leute halt anholst. Ne? Ja, jetzt habe ich für 8. Naja, 8 ist ja eh okay. Ja, für 6 gibt es ja nichts, entweder 6 oder 8. Ne, 6 hat es auch, aber der kostet 10 Baht weniger und der ist nicht so eng, dann nehmen wir einen großen. Hast du es gehört? Hat er nicht gehört. Was habe ich? Ich hab gesagt, danke für den schönen Tag, war super. Ja, freut mich, danke schön. Das kommt mir auch vor, dass ich was Nettes sage. Ja? Naja, du bist ja verheiratet, da geht es ja wie mir. Warum soll es dir anders gehen? Am Anfang ist das immer anders und dann ist man verheiratet, dann wird es halt wieder anders. Aber das ist normal, das machen alle Männer durch, ich mache da nichts draus. Meine Frau hat mich am Anfang immer schön massiert, bin ich heimgeboren, bin gebadet, die Haare gewaschen. Ja, heute. Ne? Heute nicht mehr. Ganz, ganz, ganz selten. Das muss nicht immer so sein. Was? Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts. Super, give me 5. Ach, super.